In diesem Video möchte ich kurz die Hilfsmittel erklären. Ganz, ganz wichtig, und ich kann nicht müde werden, das immer wieder zu erläutern. Die meisten Probleme, die in meinem Unterricht auftreten, wenn ich das so beobachte, liegen einfach daran, dass die Studierenden zum Teil andere Hilfsmittel eingestellt haben, als ich sie verwende. Und dann verhält sich natürlich AutoCAD mitunter ganz anders, als ich das vorführe. Deswegen das Erste, was man hier machen muss, ist zunächst das mal einzustellen, hier an diesem Schalter, welche Hilfsmittel benötige ich überhaupt. Dabei ist allerdings Folgendes zu beachten. Es gibt gewisse Hilfsmittel, dazu zählt unter anderem die dynamische Eingabe. Das heißt, obwohl sie deaktiviert ist, kann, als sie hier deaktiviert ist, sprich hier unten nicht verfügbar ist, kann sie trotzdem noch aktiv sein. Ja, das ist ein bisschen unlogisch aus meiner Sicht und nicht ganz nachzuvollziehen. Aber okay, AutoCAD ist halt so, das muss man halt wissen. Ja, es gibt gewisse Hilfsmittel, das heißt, obwohl sie die hier ausschalten und eigentlich unten gar nicht verfügbar ist, können sie trotzdem noch aktiv sein. Das muss man halt berücksichtigen. Ich gehe jetzt mal die Hilfsmittel durch, die ich jetzt zum Beispiel in 2D verwenden würde. Das wäre jetzt Koordinaten, Modellbereich, kann man noch, das ist das hier, was man hier wechseln kann. Dann Raster- und Fangmodus, das sind die beiden Sachen. Dann Abhängigkeiten ableiten, das brauchen wir nicht, das habe ich ausgemacht. Dynamische Eingabe auf jeden Fall, das wäre dieses hier. Dann Ortho-Modus wäre das. Polare Spur, das dürfte das hier sein. Genau. Dann isometrische Zeichnung, brauchen wir nicht, das machen wir aus. Objektfangspuren wird das sein. Der zweite Objektfang ist dieser hier. Die Linienstärken, das verwende ich ganz gern, wenn ich quasi am Bildschirm und Beamerwand etwas besser zeigen will, dann schalte ich die ein. Transparenzen habe ich keine, das verwende ich daher nicht. Wechselnde Auswahl ist ganz praktisch, das dürfte, glaube ich, das hier sein. Dann 3D-Objektfang braucht man 2D nicht. Dynamisches BKS braucht man 2D auch nicht. Auswahl filtern. Oh, das ist jetzt neu. Das werde ich mal einschalten und mir angucken. Den Gizmo brauchen wir im 2D auch nicht. Ach nee, Auswahlfilter, das kommt, glaube ich, vom 3D. Das wollen wir weglassen. Das ist nicht neu, das ist schon länger. Das kommt vom 3D, brauchen wir ja auch nicht. Beschriftung, mit denen arbeiten wir jetzt im Grundkurs auch nicht, obwohl es eigentlich zu 2D gehört. Aber das ist ein Thema für sich. Deswegen, ich mache es deswegen aus, weil wir es nicht verwenden. Arbeitsbereich wechseln macht jetzt auch noch wenig Sinn, da wir eigentlich nur im einen und denselben Arbeitsbereich arbeiten. Deswegen nehme ich es mal raus, lasse es mal weg. Beschriftungsüberwachung ja, brauchen wir deshalb nicht, weil wir das ja auch nicht haben. Einheiten, ja, wo ist das? Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht. Das ist der, das können wir weglassen. Die Schnelleigenschaften sind noch ganz praktisch. User Interface, also UI, Sperren brauchen wir auch nicht. Objekt isolieren, das können wir noch mal lassen. Das ist dann bei großen Zeichnungen interessant. Die Grafikleistung brauchen wir nicht. Vom Vollbild können wir von mir aus lassen. Das kann man vielleicht für Ansichten verwenden. Also diese Hilfsmittel würde ich vorschlagen, sind für den CAD 2D bzw. CAD Grundkurs interessant. Alle anderen werden zumindest in meinem Grundkurs keine Rolle spielen. Wie gesagt, Beschriftungen wären generell für 2D-Geschichten interessant, sind allerdings kein Thema in meinem Kurs, deswegen schalte ich diese aus. Was auch noch 2D interessant wäre, sind Abhängigkeiten, habe ich das hier ableiten. Auch das ist eine 2D-Geschichte eigentlich, auch da das in meinem Kurs keine Rolle spielt, kann ich das ausschalten. Ja, das sind im Prinzip die Hilfsmittel, wie man sie zumindest erstmal hier einschalten sollte und wie sie auch in meinem Grundkurs, Übungsbeispiel, natürlich abwechselnd, nicht alle gleichzeitig eine Rolle spielen können.